Ja, moin, herzlich willkommen zurück. Wir reagieren heute auf ein neues Video mit dem Namen Scheißkrankheit Morbus Crohn. Das kannst du nicht, auf jeden Fall, das können wir schon mal beide unterschreiben, das stimmt schon mal. Und im Nachtrag steht noch Casey will leben. Es geht heute um Casey. Das Video habe ich selber vor einer langen Zeit mal gesehen, hat aber sehr viele Klicks und es ist immer für mich sehr interessant zu sehen, wie wird Morbus Crohn nach außen dargestellt, weil du und ich, wir wissen vielleicht, wie das ist, das zu haben. Und dann können wir gucken, stimmt das? Ist das wirklich so? Außerdem können wir immer ganz viel lernen von den Geschichten, die die Leute dazu erzählen haben und wie sie gelernt haben, damit umzugehen. Das sind immer Golden Nuggets überall vergraben in diesen Videos. Beziehungsweise habe ich auch selber Erfahrungen gemacht, die ich hier teilen kann. Ich habe vielen Büchern gelesen, ich arbeite mit sehr viel mit Klienten zusammen, habe da noch sehr viel lernen können über verschiedene Aspekte dieser Erkrankung. Und insgesamt, wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Danny, ich bin Chronokolitis-Coach und möchte dir helfen, ein medikamenten- und symptomfreies Leben zu leben. Wir schauen direkt mal hinein ins Video. Habe ich schon gesagt, dass ich Menschen niemals verurteile. Ist immer ganz wichtig. Mir geht es nicht darum, hier irgendjemanden in die Pfanne zu hauen. Ich mag alle Menschen. Ich kann jede Handlung jedes Menschen nachvollziehen, aber muss es ja nicht gut finden. Ne? Nur weil ich es nachvollziehen kann. Geht los jetzt hier. Ich habe so eine schwache Blase. Stell dir mal vor, du hast einen schwachen Darm. Ich war heute 2 Stunden zum Drehort unterwegs und es war für mich kein Problem, nicht zu wissen, wo die nächste Toilette ist. Für Menschen mit Morbus Crohn ist es wichtig, das zu wissen. Sie leiden an Durchfall, starken Schmerzen und müssen teilweise bis zu 20 Mal aufs Klo. So geht's auch Casey. Letztes Jahr ist sie sogar fast an ihrer Krankheit verstorben. Na, wie geht's dir? Oh, ich bin mega aufgeregt. Ja, das glaube ich. Du, Casey. Mich hatte meine Freundin mal daran erinnert, an eine Sache, die hatte ich schon vergessen. Und zwar, als wir uns kennengelernt haben und dann auch das erste Mal Urlaub zusammen gemacht haben und so weiter. Und wir waren in Restaurants, hat sie gesagt, das hat mich immer so genervt. Du bist immer direkt, das Erste, was du gemacht hast, ist, du bist erstmal eine halbe Stunde auf die Toilette verschwunden und hast mich dann da sitzen lassen. Und das hatte ich komplett vergessen. Weil das ist jetzt schon eine Weile her, dass es mir, also schon ein paar Jahre, dass es mir nicht mehr so geht. Aber natürlich, die saß dann immer da, hat sich mega gelangweilt. Das hatte ich komplett aus den Augen verloren. Weil bei mir war es immer so, ich war dann auf Toilette und es hat sich nie angefühlt, als wenn ich fertig wäre. Und es hat aber noch 10, 15, 20 Minuten gedauert, bis ich zu dem Punkt kam, wo ich jetzt sagen kann, so, oh, jetzt kann ich aufstehen. Und ja, deswegen, also ja, was sie da sagen, so, dass man wissen muss, wo überall Toiletten sind und so weiter, das war definitiv auch eine Sache, die ich lange, lange Zeit mit mir rumgeschleppt hatte. Du hast uns geschrieben, weil du Morbus Crohn hast. Genau. Kannst du einmal ganz kurz erzählen, was das ist? Ja, also Morbus Crohn ist eine chronisch entzündliche Darmkrankheit, die allerdings nicht nur den Darm betrifft, sondern auch eigentlich den kompletten Verdauungstrakt plus Haut, Augen und so. Es hat ganz viele verschiedene Facetten. Was bedeutet das für dich an Symptomen? Also ich habe täglich Durchfälle bis zu 20 Mal, auch wässrige Durchfälle und Bauchschmerzen vor allem. Krass. Recht starke, genau. Krass. Viele Operationen, Verwachsungsschmerzen. Ist immer so interessant mit den Schmerzen. Es gibt Leute, die haben Morbus Crohn, die haben extreme Schmerzen, das hatte ich auch. Und es gab aber Schübe, da hatte ich gar keine Schmerzen. Und ich habe auch mega viel Blut verloren und so weiter und hatte keine Schmerzen, keine Krämpfe. Sehr interessant, wie das komplett zwei verschiedene Level haben kann, das Ganze. Ja. Und warum sind wir heute hier auf einem Flugplatz? Ja, ich habe letztes Jahr, war mein Crohn leider sehr stark. Da war es dann ein bisschen schwierig. Da ist die OP ein bisschen schief gelaufen. Ich hatte einen offenen Bauch gehabt und da wurde mir gesagt, wird schwierig, machen Sie bitte eine Patientenverfügung. Und dann habe ich eine Löffelchenliste geschrieben. Das heißt Dinge, die ich abarbeiten möchte, bevor ich den Löffel abgegeben habe. Und eins der Dinge ist? Das ist der erste Punkt, Fallschirmsprung. Ein Fallschirmsprung. Genau. Und das machen wir heute zusammen. Ja. Geil. Oh. Sehr, sehr geil. Cool, dass du mich mitnimmst. Ja. Aber man muss auch sagen, solche Unternehmungen wie heute, die erfordern viele Vorbereitungen schon im Vorhinein. Genau. Schon zu Hause. Genau. Danke. Ja, kann mich daran gar nicht mehr erinnern. Mit der Löffelchenliste. Auf jeden Fall interessant. Ich finde sowas immer sehr, sehr interessant. Wie Menschen mit so einem bevorstehenden Ende vielleicht umgehen und was da so in denen vorgeht. Deswegen, ja, schauen wir weiter. Dass wir hier bei dir zu Hause sein dürfen. Wie musst du dich denn auf längere Ausflüge vorbereiten? Ja, schon etwas intensiver als normale Menschen. Ich habe hier so meine Notfalltasche. Mach die gerne mal auf. Da ist zuerst Desinfektionsmittel drin, wenn ich auf öffentlichen Toiletten bin natürlich. Feuchttücher, Toilettenpapier und meine Medikamententasche. Da ist recht viel drin. Gegen Übelkeit, Schmerzen,
und diverse andere Medikamente. Also hier ist eigentlich alles voll. Das ist Cholestyramin. Das muss ich nehmen, weil durch den Crohn hat sich 2015 bei mir ein Gallentumor entwickelt. Der wurde dann entfernt. Und die Gallensäure läuft immer noch unkontrolliert in den Dünndarm, macht zusätzlich Durchfälle und deswegen, das dickt das dann an. Hast du heute besondere Vorkehrungen getroffen für den Fallschirmsprung? Ich habe heute Morgen magenfreundlich gefrühstückt und auch weniger getrunken. Weil je mehr ich trinke, desto mehr Durchfälle habe ich auch. Ja, und 2 Päckchen von dem Pulver getrunken. Auch. Und was sind die Nebenwirkungen? Kopfschmerzen, Übelkeit, ich bekomme einen Blähbauch. Und was passiert, wenn du die Medikamente nicht einnimmst? Also ich mache mir dann 100%ig in die Hose. Krämpfe, auch schon alleine, wenn ich die Schmerzmittel nicht nehme, wenn ich unterwegs bin. Jetzt gerade bei dem Fallschirmsprung ist ja sehr viel Bauchbelastung. Das ist eine ganz schöne Liste, ne? Ganz schön krass, ey. Das kommt ja, Morbus Crohn wird immer so gesehen als, du hast eine Erkrankung jetzt, die ist jetzt im Darm oder die ist jetzt vielleicht in irgendeinem anderen Teil des Verdauungstraktes. Aber natürlich kommt das ja immer mit verschiedenen anderen Faktoren zusammen. Wo ich mich dann immer auch frage, so, ist es wirklich so, dass es dann mit dem Crohn angefangen hat? Oder ist da schon was dahinter? Und was dahinter und dahinter? Und das interessiert mich am meisten, was bei Morbus Crohn dahinter steht. Und ich habe selber eine eigene Meinung dazu, die ich aber nicht mit wissenschaftlichen Studien belegen kann, weil die Wissenschaft, die interessiert das leider gar nicht so sehr, wie was die wirkliche Grundursache ist. Haben wir schon mal drüber gesprochen, liegt daran, dass Wissenschaftler bezahlt werden müssen für ihre Arbeit. Und es gibt manchmal Studien, deren Ergebnisse bringen nichts ein. Man will immer ein Produkt verkaufen. So, leider ist das so. Und da müssen wir das Beste draus machen. Aber jo, wo liegt der Anfang? Das ist sowas, das lässt mich nachts manchmal nicht schlafen, weil ich es so gerne wissen möchte. In welchem Alter hast du denn erfahren, dass du Morbus Crohn hast? Da war ich 16. Also ich hatte immer Bauchschmerzen, Durchfälle und nach dem Essen war es immer so, dass ich totale Schmerzen hatte und nach einem Viertel vom Teller dann wieder aufholen musste zum Essen. Und ja, es hat dann echt lange gedauert, bis man mal gesagt hat, das ist Morbus Crohn. Du hast ja gesagt, im schlimmsten Fall kann auch was in die Hose gehen. Mhm. Das kannst du aber dann gar nicht kontrollieren, schätze ich mal. Und man muss sich vorstellen, wenn man jetzt 30 Mal am Tag wässrigen Durchfall hat, dann ist natürlich auch alles wund und irgendwann macht der Schließmuskel dann auch nicht mehr mit und dann hat man auch echt die Schnauze voll. Oder man kommt nicht so schnell hoch, wenn man jetzt nachts im Bett liegt und man merkt, okay, man muss jetzt schnell. Oder man macht eine hastige Bewegung in dem Moment und dann geht es halt mal in die Hose. Was ich neben dem, was gesagt wird, gut finde, ist, das hat man letzte Woche in dem Video, wo ich der Meinung war, die Reporterin, die war da nicht 100%ig empathiefähig, was da so gesagt wurde und wie drauf reagiert wurde, ist egal. Ich finde hier die Art und Weise, wie das Interview gehalten wird, sehr gut. Weiß nicht, ob du das auch siehst, dass man sieht wirklich, dass die Reporterin darauf reagiert, dass die mit da ist und so weiter. Diese Präsenz halte ich für ganz wichtig. Das ist was mich als Coach natürlich interessiert, wo ich auch selber darauf achte oder selber daran arbeite in Coaching-Sessions, das sowas auch immer mit da zu haben. Das ist ein Skill, den man meistern kann, der sehr, sehr hilfreich ist in allen möglichen anderen Lebenslagen, auch wenn man mit einem Freund redet, einer Freundin, mit der Familie, mit irgendeinem Menschen, diesen Raum zu halten und diese Unvoreingenommenheit und nicht immer gleich den nächsten Satz sagen zu wollen über vielleicht sich selbst, sondern wirklich einen Raum zu haben, die Person sich wirklich ausdrücken zu lassen, ein Ohr zu haben, ne? Und ist das die einzige Krankheit, die du hast, oder ist da noch mehr? Es geht natürlich auch viel auf die Psyche. Also okay. Man bekommt Depressionen davon, also ich zumindest, weil du bist ja auch isoliert. Da habe ich was dazu zu sagen. Depression, das Gegenteil von Depression ist nicht glücklich sein. Das wird immer ein bisschen falsch verstanden, weil Depression kommt mit traurig sein vielleicht und mit anderen vielleicht eher negativ behafteteren Emotionen, wo es keine per se negativen Emotionen gibt. Aber das Gegenteil von Depression ist Vitalität. Vitalität ist wichtig. Dann kann man Dinge machen, dann kann man Dinge schaffen, dann hat man die Kraft, etwas zu bewältigen. Und diese Kraft nicht zu haben, das kann depressiv machen. Also kann man einmal sagen, die Psyche wirkt sich aus auf den Darm und umgedreht auch. Wenn ich genug Nährstoffe habe, wenn der Körper richtig funktionieren kann, dann kann ich auch Dinge bewältigen. Wo fängt der Kreislauf also dann, wo fängt der an und wo kann man ansetzen, um aus diesem Teufelskreislauf auch rauszukommen? Aber ich bin da voll und ganz bei ihr. Wenn die Verdauung nicht richtig funktioniert, dann ist es dann halt auch schwierig,
so tolle Persönlichkeitsentwicklungstipps umzusetzen. Das kenne ich selber, da kann man nicht mehr positiv denken, weil einfach nicht, vielleicht nicht mal die Stoffe da sind, um die Hormone bilden zu können, um positiv zu denken. So muss man es ja auch immer mal sehen. Du bist zu Hause und letztes Jahr auch durch die vielen OPs, ja, bist du da ein bisschen von der Außenwelt abgeschottet. Letztes Jahr sah die Situation eben auch ganz anders aus. Da bist du fast gestorben an deiner Krankheit. Kannst du mir da ein bisschen was dazu erzählen? Ich kann dir Bilder zeigen, damit du es, glaube ich, besser verstehst. Gerne. Das ist sehr umfangreich. Ja, gerne. Bist es du? Das war meine dritte große Bauch-OP und das war auf der Intensivstation direkt danach. Das wurde da operiert? Solche Krankenhausbilder, und ich habe selber solche Krankenhausbilder, warum zeigt man da eigentlich immer einen Daumen nach oben? Das habe ich auch immer gemacht. So die beschissenste Situation, in der man stecken kann, dann tut man noch so, als wenn es einem gut gehen würde. So, hey, super. So, mein erstes Video hat dieses Thumbnail, wo ich da stehe mit dem Tropf und komplett im Eimer bin und gar nicht mehr leben wollte. Und dann mache ich so hier. So, was soll das, ne? Da wurde mir wieder ein Stück Darm entfernt. Das Problem daran an der Operation war eigentlich, ich war so hoch auf Oxycodon. Ich war zum Schluss auf Mengen, das kriegt eigentlich ein Krebskranker, bevor er stirbt. Ja, sodass die ganzen anderen Narkosemittel nicht wirklich gegriffen haben. Also ich hatte zusätzlich so viele Schmerzmittel und immer wieder Sauerstoff, dadurch, dass die Sättigung zu niedrig war und ich nicht richtig geatmet habe, auch nach der OP nicht. Und dann haben sie mich da direkt nach der OP auf der Intensivstation einen kalten Entzug machen lassen. Was? Direkt nach der OP. Und deswegen lag ich auch auf der Intensivstation. Alter. Krass. Und was ist dir da so durch den Kopf gegangen? Ja, eigentlich, dass ich einfach nur möchte, dass es vorbei ist und dass, wenn ich jetzt sterbe, das eigentlich gar nicht so schlimm ist. Weil ich mir dachte, wozu denn noch? Mein Partner Philipp hat mich dann jeden Tag im Krankenhaus besucht und mich ordentlich aufgebaut. Und hat gesagt, natürlich, wir haben doch noch die ganze Zukunft vor uns. Ja, dann war ich wieder zu Hause und dachte mir, irgendwas ist komisch mit der Narbe. Bin dann zu meinem Chirurgen und er sagte dann, wir müssen das aufschneiden, das hat sich entzündet. Dann wurde ich die Nacht noch notoperiert. Wir haben alles gespült und alles genäht, aber die Bauchwunde an sich, also die Naht an sich offen gelassen, ist ging einfach nicht zu. Es hat Ewigkeiten gedauert und dann haben die Chirurgen gesagt, wir machen das nochmal. Wir tragen nochmal das Gewebe ab, das entzündete Gewebe, in einer weiteren OP. Durch die Bauchwunde durfte ich keine Medikamente gegen meinen Crohn nehmen. Und sobald wir dann Medikament draufgeworfen hätten, was das Immunsystem drückt, hätte ich eine Sepsis bekommen, sofort. Das heißt, man musste warten, okay, was kommt zuerst, der Crohn oder die Bauchwunde? Eins von den beiden leidet. Und es war dann der Crohn, der dann nach ein paar Monaten angefangen hat auszubrechen. Ich habe mich hier. Jo, also das ist ja mal richtig, richtig scheiße gelaufen bei ihr. Wahnsinn, was da. Da gab es ja eine schlechte Nachricht nach der anderen. Tut mir unheimlich leid, das so zu hören, wirklich. Und ey, puh. Gekrümmt vor Schmerzen, dann hat Philipp gesagt, ich rufe jetzt einen Krankenwagen, es geht nicht. Dann habe ich im Krankenwagen mein Kot erbrochen. Wenn du Kot erbrichst, muss ja irgendwo eine Sperre sein. Die konnten mich aber nicht operieren, weil die gesagt hätten, das hätte ich nicht überlebt oder ich lande im Koma. Der Oberarzt kam dann täglich zweimal bei mir vorbei, weil er gesagt hat, oh Gott, wenn wir dieses Mädchen jetzt operieren, dann stirbt die uns weg. Und dann hatten die vorgehabt, mich zu operieren und haben dann gesagt, pass auf, wir geben dir einen Tag Urlaub vom Krankenhaus. Du machst mit deinem Partner bitte zu Hause eine Patientenverfügung. Wir lassen dich eine Nacht zu Hause schlafen, falls es deine letzte Nacht ist, dass du ja zu Hause dich nochmal ausruhen kannst, Kraft tanken kannst. Was hast du da angegeben? Ich habe angegeben, dass ich schon noch eine Weile kämpfen möchte. Aber wenn die Ärzte auch sagen, es macht keinen Sinn mehr, dann möchte ich auch, dass die Geräte abgeschaltet werden. Und das habe ich Philipp auch so gesagt. Ja, wir haben die zusammen unterschrieben und... Wie tapfer du einfach bist. Wahnsinn. Alter. Das ist einfach nur heftig, ne? Puh, ich weiß nicht, ob ich das Video hochladen werde. Wenn, dann siehst du es ja jetzt. Weil es echt selbst mir auf den Bauch schlägt. Also, krass. Ja, und was mir eigentlich Kraft gegeben hat, die Zeit lang... Das war Philipp.
Also ihr beiden habt euch vor einem Jahr kennengelernt. Mhm. Gab es dann so Momente, gerade in den Anfängen, wo dir vielleicht auch was unangenehm war? Ja, also gerade die ersten Toilettengänge. Ja. Klar, wenn es ein bisschen lauter wird. Oder wenn man halt mal pupsen muss vor dem Partner. Oder wenn man es nicht rechtzeitig auf die Toilette schafft. Nachts. Mhm. Na? Also für mich war das von Anfang an kein Problem. Und war dann eher sauer oder beleidigt auf sie, wenn sie dann, keine Ahnung, irgendein blödes Duftspray im Badezimmer versprüht hat. Also, das mache ich auch gerne. Schlimmeres. Findet ihr, dass alles, was mit dem Darm zu tun hat, ein schambesetztes Thema ist? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich glaube schon, dass viele Leute da nicht so gern drüber reden, oder? Nee. Also es ist irgendwie immer noch so ein Tabuthema. Ja, das sehen wir in jedem Video wieder, ne? Dass das immer noch ist, was ist, wo nicht drüber gesprochen wird, was absolut völlig Banane ist, sage ich jedes Mal wieder. In der Kommentarspalte ist tabufreie Zone, da kannst du dich austoben. Das muss raus. Ich habe mit so vielen Leuten Kontakt und arbeite mit so vielen Leuten, die sagen, die haben niemanden, mit dem sie über sowas sprechen können. Das ist absolut furchtbar. Wir brauchen menschlichen Kontakt, der wird immer gemacht. Wir brauchen Connection, wir brauchen Feedback. Wir müssen manchmal unsere Gedanken, die müssen raus, dann sind sie Realität. Solange die da oben sind, nix Realität. Realität ist, wenn man das entweder rausschreibt, Journaling, Tagebuch schreiben und sowas, das ist gut. Aber das einem anderen Menschen zu sagen, das ist wichtig. Am besten noch einer Person, die dafür auch geeignet ist. Ne? Gibt es manchmal auch welche, die sind es dann wirklich nicht, aber ja, drüber sprechen, super wichtig. Was außer Philipp und deiner Bucketlist, was gibt dir noch so Kraft oder hat dir noch so Kraft gegeben? Also es gibt natürlich auch Phasen, wo ich dann sage, ich muss heulen und mir geht es absolut nicht gut. Das lasse ich dann raus, das finde ich ganz wichtig. Nichts verdrängen, alles rauslassen. Top, genau so. Und ich meditiere jeden Tag und ich schreibe jeden Abend ein Dankbarkeitstagebuch. Das mache ich auch alles. Super wichtig, ganz genau. Das ist extrem wichtig. Das ist nicht nur irgendwelcher Spiri-Müll mit Dankbarkeitstagebuch, jetzt schreibe ich da rein, wie toll doch alles ist. Nee, sondern es ist wichtig, sich an die Sachen zu erinnern. Wir sind so, und wir Deutschen, komm, ey, kannst mir nichts anderes erzählen. Wir sind so geprägt darauf, das Negative zu sehen. Die Nachrichten sind negativ. Nachrichten sind per se, per Definition immer, was läuft gerade schief auf der Welt. So, da gibt es ganz wenig positive Nachrichten. Aber das bedeutet doch nicht, dass da draußen nichts Positives gibt. Wir müssen uns daran erinnern, für was wir dankbar sein können. Weil es uns hilft, in die ventrale Aktivität des Vagusnerv zu kommen. Dankbarkeit ist eine essentielle Emotion, wenn man so möchte, um gesund zu werden. Du wirst dich nicht negativ rationalisierend oder wie die Leute ja manchmal sagen, das ist ja nur die Realität, also die negative Sichtweise, die sie auf die Welt haben, das ist ja nur die Realität, ist es nicht, absoluter Blödsinn. Wir müssen uns ankern, wir müssen sehen, es gibt positive und negative Aspekte im Leben und wir müssen uns beider bewusst sein und deswegen keine Emotionen verdrängen, nichts schönreden, wo nichts schön zu reden gibt, und mal sagen, nee, ist scheiße, muss ich was ändern und dann was ändern. Aber dankbar sein für die Sachen, die man hat, das ist extrem wichtig. Und dann hast du als ersten Punkt auf deiner Liste den Fallschirmsprung geschrieben. Ja. Warum dieser Sprung, warum ist der so wichtig für dich? Na, da ich dem Tod ja zweimal von der Schippe gesprungen bin. Und das nochmal als Symbol darzustellen. Einfach dieser Sprung ins neue Leben auch. Den Punkt Fallschirmsprung konnten wir heute Morgen schon von Caseys Liste streichen. Und auf dem Weg zum Flugplatz haben wir auch noch einiges erlebt. Ja, es ist ja nicht überraschend, dass die Leute, wenn die an Situationen kommen, wo das Leben zu Ende sein könnte, anfangen auch zu meditieren und auch in die eher spirituellen Ebenen zu gucken. Ich bin aber vorsichtig mit dem Thema, weil ich genau weiß, dass ich Leute einfach ab dem Punkt, wo ich dieses Wort ausspreche, verliere ich Leute in meinen Videos, weil die dann denken, ach, jetzt kommt der Müll, Alter. Ey, sag mal lieber, was ich essen soll. Sag mal lieber, wie viel Sport ich machen soll. Also die ganzen materiellen Dinge, welche Medikamente, welche Supplements. Ich war an dem Punkt, wo ich nicht mehr leben wollte und da fing meine spirituelle Geschichte an. Weil im Endeffekt, wenn wir es mal wirklich runterbrechen, du bist gerade auf einer Kugel Eisen, die in der Mitte glüht, unterwegs in einem Raum, der sich immer weiter in Lichtgeschwindigkeit ausdehnt und du drehst dich um einen Feuerball. Wie gesagt, ich zitiere hier ja fast das Lied von Materia, aber das ist doch, und du glaubst nicht an Wunder, also ungefähr, das sagt er ja dann, ja. Das kann man doch nicht einfach so akzeptieren, dass das einfach so, oh, das ist halt so. Da frage ich mich doch, was steht da dahinter? Also, was bin ich eigentlich? Was mache ich hier eigentlich? Was,
Und ich persönlich kann nicht ohne diese Sache, ohne das herauszufinden oder daran zu arbeiten, das herauszufinden, so kann ich nicht leben. Das war für mich so ein Initialzünder. Mich wirklich zu fragen, so, was ist das hier? So, wie funktioniert Leben? Was ist Realität? Was ist das alles? Das ist für mich essentiell. Das ist ohne diese Suche, ohne diese Nachforschungen und diese Meditation ist genau das im Endeffekt auch. Auf einem anderen kann man auf verschiedenen Level machen. Aber würde das Leben für mich überhaupt keinen Sinn mehr machen? Also, nee, und es gibt dann so viele Leute, die es halt sehr wissenschaftlich sehen. Ja, wir sind ja alle nur Atome oder wir sind alle nur hier Quarks und sowas. Sollen sie machen. Und ja, dann gibt es halt Leute, die sind sehr wissenschaftlich unterwegs, vielleicht auch ein bisschen nihilistisch, also fast schon lebensverneinend oder sowas. Beziehungsweise, dass sie dem Leben keine Bedeutung geben, weil sie sagen, es ist eh nur alles Chaos-Theorie, es ist eh nur alles Atome, die irgendwo rumfliegen und es ist einfach nur ein Zufall, dass wir gerade hier so da sind. Wir sind einfach nur so, aufgrund der Evolution können wir jetzt einfach nur darüber nachdenken. Sollen sie alle machen? Ist alles schick? Aber dafür, dass das Leben doch keinen Sinn macht oder keine Bedeutung hat, geben sie der Sinnlosigkeit dann doch aber eine sehr große Bedeutung, weil sie dann alle ziemlich traurig sind und ziemlich bedrückt und ziemlich kalt werden, diese Menschen. Ich weiß nicht, ob du genau weißt, was ich gerade erzähle. Jetzt kannst du ja nicht brabbel hier einfach nur drauf los, aber ich kenne halt viele solche Leute und denke mir so, hey, wenn das Leben keinen Sinn hat, dann kannst du dem Leben doch auch jeden Sinn geben, den du möchtest. Dann mach dir deinen Sinn selber. Und dann kannst du doch trotzdem besser leben, als wenn du dich jetzt hinsetzt und sagst, nee, das Leben ist halt so, das ist halt so. Das ist meine Meinung. Ich habe so eine schwache Blase. Ich stell dir mal vor, du hast einen schwachen Darm. Also wir sind jetzt auf dem Weg zur Toilette. Und du hast deinen Schlüssel dabei. Genau. Das ist ein Schlüssel, der an ganz vielen öffentlichen Toiletten... Genau, an den Behindertentoiletten. Okay. Ja. Wo müssen wir hin? Ja, sie ist da. So, hier ist die Behindertentoilette. Mhm. Nein. Hier? Du, habe ich das? Ja. Genau. Sieht das interessant. Oh my God. Natürlich perfekt für den Moment, Alter. Wie kann man denn... da kann ich nur drüber lachen, ne? Wie kann man denn jemanden da aufhalten, der den Schlüssel für hat, in erster Linie? Und ich sag doch, wie kann man denn zu überhaupt irgendeiner Person sagen, die da reingeht, ey, das ist für Behinderte? So, was musst du denn da? Musst du da mit einem halben Bein hinkommen, um da rein zu dürfen? Oder gibt es vielleicht Behinderungen, die man auch nicht sehen kann? Och, Gott. Ja, das war jetzt wieder so ein, Schlüssel funktioniert, das war jetzt aber wieder ein gutes Beispiel. Genau. Die Dame hat gleich gesagt, nein, Sie dürfen hier nicht rein. Genau, nein, ich darf nicht, weil genau. Du siehst nicht, ich sehe nicht behindert aus. Passiert das öfter? Ja, sehr oft. Oder manche werfen dann auch vor, naja, man hat den Schlüssel irgendwie geklaut vom Großvater oder so. Alter, natürlich hat er die vom Großvater geklaut, um irgendwo kacken gehen zu können, kostenlos. Meine Fresse. Oh. Klar. Man wird echt scheiße angeguckt. Die glauben dir dann auch genau, nicht. Es wird einfach nicht geglaubt. Da hast du echt die Angst, dass du dir in die Hose machst und musst da irgendwie noch diskutieren. Ey, sorry, aber ich kann jetzt nicht von weg. Ich sehe sowas halt aufgrund dessen, dass ich multikulturelle Verbindung. Ich habe eine Beziehung mit einer Brasilianerin, sagen wir es lieber mal so. Da sehe ich halt nach andere Kulturen und sowas. Und ich sehe sowas halt. Wir Deutschen, wir lieben diese Regeln. Und was wir noch mehr lieben als Regeln, sind andere darauf aufmerksam zu machen, dass sie die Regeln nicht befolgen. Wie wir das lieben. Oh, wenn wir jemanden mit dem Finger zeigen können. Das ist so eine toxische Scheiße, Alter. Da könnte ich austicken. Was ist das Positive, was ich davon bekomme, wenn ich das jemanden so aufzwinge? Ich erinnere mich bloß dran, eine Person, das war in den letzten Jahren die Situation, da bin ich innerlich so gekocht. Da habe ich, als das alles angefangen hat mit der Maskenpflicht und so weiter, meine Maske vergessen. Und da ist doch wirklich einer vor mir und der hat mich schon ein paar Mal so angeguckt an der Kasse und hat gesehen, dass ich keine Maske auf habe. Aber ich habe mir meine Jacke bis unter die Augenlider gezogen. Weil ich selber gemerkt, man hat gesehen, es ist mir peinlich, dass ich das vergessen habe. Ich muss jetzt trotzdem diesen Einkauf machen und muss jetzt gleich raus. Ich bin fast fertig damit. Es waren 3 Leute in diesem Einkaufszentrum, in diesem kleinen Laden. Und da stellt er sich, also 3 Besucher und das Personal, und da stellt er sich da noch richtig in die Mitte von dem Eingang, bis ich da an der Kasse bin und meine Sachen drauflege, um mir dann lauthals da zu vermitteln, hier muss aber eine Maske aufgesetzt werden. Und ich denke mir so, ja. Und ich habe meine ja schon im Gesicht.
um das da komplett, dass es jeder da hört und so wie mit, ich weiß nicht, wie geil den das gemacht hat, aber ich fand das so furchtbar bescheuert, einfach nur. Mir fallen da keine guten Worte für ein. So eine absolut bescheuerte Verhaltensweise. Kümmer dich um deinen fucking eigenen Scheiß. Und lass andere Leute in Ruhe. Wenn sich jeder Mensch einfach nur mal um sich selbst kümmern würde, hätten wir weniger Probleme. Also bitte, du musst mir das nicht sagen, sondern du kannst einfach weggehen. Ich habe Abstand gehalten, ich habe alles gemacht, ich habe mir die Jacke in den Mund geschoben. Mensch, oder? Und das ist wichtig. Wenn du solche Situationen hast, schrei das raus. Gib dem Feuer, wie er sich auflaufen lassen kann. Lass dir sowas nicht gefallen. So, wir brauchen unsere Wut. Wut ist eine gute Emotion. Lass es raus. Nicht immer. Aber wenn es Grund dafür gibt, Wut ist wichtig für die Selbststärkung, um eine Grenze zu ziehen. Deswegen, das habe ich jetzt genossen, das habe ich selber jetzt gemacht, wie du gemerkt hast. Freut mich, dass ich es machen konnte. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Das geht halt nicht. Übrigens, also das muss ich jetzt sagen, ich werde nicht mehr auf eine Behindertentoilette gehen. Das ist mir schon mal passiert, wenn ich ganz, ganz dringend musste. Und da hat mir Casey jetzt beigebracht, oder ich sag mal, das ist echt jetzt ein Learning gewesen, das werde ich nicht mehr machen. Dann fahren wir mal weiter. Ja. Casey, erzähl ein bisschen, wie du dich gerade fühlst. Oh, ich habe mega Angst, dass ich mich übergeben muss beim Sprung. Oder dass ich mir echt in die Hosen mache, dass mein Darm so aktiv ist. Und was wäre, wenn das passiert? Wäre nicht so schlimm. Ich habe eine Einlage drin und Wechselklamotten. Das ist eh immer in meinem Notfallpack. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Ich habe jetzt schon das Gefühl, ich mache mir gleich in die Hose. Ich frage mich, bis Casey gehen muss. Was geht dir gerade durch den Kopf, Casey? Na, ich habe ja mega Höhenangst. Und also auch wenn ich aus dem Flugzeug gucke, habe ich Höhenangst. Ich kann noch nicht mal im Gebäude hochgucken, ohne dass ich Höhenangst habe. Krass, oder? Sie hat Höhenangst und macht das trotzdem. Ist auf jeden Fall sehr direkt der Weg, mit Trauma oder mit Ängsten umzugehen, indem man sich einfach der Sache stellt. Und das sehe ich in Coaching-Sessions sehr oft, wenn ich mit meinen Klienten drüber spreche, wenn es darum geht, was ist das Schlimmste, was passieren könnte. Und manchmal passiert das dann, das Schlimmste, was sie sich ausmalen könnten. Und was dann immer ganz interessant ist, ist, dass es im Endeffekt gar nicht so schlimm war. Und dass dann manchmal auch, wenn es passiert ist, dann denken die sich so, oh Mann, ich hätte das viel früher durchleben müssen. So, ich hab, die Angst vor der Sache selbst ist viel schlimmer als die Sache selbst. So ist das nicht krass? Und dann meistens kann man auch was mitnehmen, kann man sehr viel davon, daraus lernen auch noch, aus dieser Situation. Und manchmal stärkt das auch. Sehr. Ich habe es jetzt mal kurz geschnitten, weil die sind einfach nur rausgesprungen. Wer das sehen möchte, der kann das gerne Originalvideo angucken, das ist unten. Ich möchte nur in dem Moment auch sagen, es ist so schön zu sehen. Mich freut das so sehr, wirklich. Ich finde das so süß, wie die Reporterin auch so mit da ist mit ihr zusammen und so mitfiebert und sowas. Das ist echt Hut ab. Sowas wünsche ich mir wirklich bei solchen Formaten, wünsche ich mir solche Leute noch viel öfter, die da wirklich mit da sind und auch Empathie zeigen können und so. Mega. Also man realisiert da jetzt erst, was man letztes Jahr alles geschafft hat. Ja. Und ich habe echt gedacht, ich kann diese Löffelchenliste nicht abarbeiten. Und einfach, dass ich überlebt habe. Weißt du, das ist so. Ja. Oh, endlich. Das ist echt schön gerade. Als auch der ganze Druck abfällt vor der Anspannung. Oh, ja, das ist ein Freudentränen. Ja, das sieht man. Mega. Das sieht man. Ja. Jetzt kann es losgehen mit dem neuen Leben. Ja, aber auf richtig. Jeden Fall. Man sieht Casey ihre Krankheit nicht an und es geht scheinbar vielen Morbus-Crohn-Erkrankten so. Deswegen ist es auch ganz wichtig, da nicht oberflächlich zu urteilen. Ich fand es total schön, heute in ihr Leben ein bisschen eintauchen zu dürfen, mit dabei sein zu dürfen bei dem Sprung ins neue Leben. Und ich wünsche den beiden einfach das Allerbeste für ihre Zukunft. Und ich bin auch ein kleines bisschen verliebt in die beiden. Die sind echt toll. Ich kann euch sehr empfehlen, den Kanal zu abonnieren. Ja, ich bin auch echt angetan von dem Video und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist manchmal eine bittersüße Geschichte, die wir auch durchgehen, wenn wir solche Videos angucken und ich will hier niemanden irgendwie runterziehen damit und sowas. Das ist auch ein bisschen, am Anfang schon ein bisschen krass, ne, was da gesagt worden ist. Aber mir ist es so wichtig, dass man, wie gesagt, sich in der Realität verankert und solche Geschichten auch sieht und wie die Menschen damit umgehen. Weil was wir hier sehen, ist, dass da eine Person mit einer
richtig beschissenen Situationen gelernt hat, umzugehen, wie viel Stärke aus Schmerz wachsen kann. Das ist so, so wichtig. Und vielleicht noch eine kontroverse Sache am Ende, aber wenn man irgendwann mal mit dem Gedanken gespielt hat, sich vielleicht das Leben zu nehmen oder in eine Situation gekommen ist, wo das Leben hätte zu Ende sein können, dann denkt man auch ein bisschen anders über das Leben selbst. Weil manchmal kann es so sein, so aussehen, dass man glaubt, das Leben muss lang sein und dann ist es ein gutes Leben. Ich will 100 Jahre alt werden und so weiter. Aber stell dir mal vor, du hast ein 100 Jahre beschissenes Leben. Das ist das Schlimmste, was man haben kann. Umso länger das Leben richtig blöde läuft, umso schlechter ist das. Ein Leben zeichnet sich, eine Lebensqualität, ein gutes Leben zeichnet sich nicht dadurch aus, dass es lang gewesen ist. Also, ey, mach was aus dem Leben. Und selbst wenn es für dich vielleicht nicht die 80 oder die 100 Jahre werden, kannst du ein deutlich besseres Leben haben als der Durchschnitt der Menschen. Und du kannst immer an einem Leben arbeiten, wo du am Ende der Meinung bist, so, jo, auf dem Sterbebett, so, jo, hat sich gelohnt. War geil. Trotzdem. Auch wenn es so gelaufen ist. Und das geht nur mit Akzeptanz. Und das geht nur mit Selbstfindung. Mit dem Verständnis, wer bin ich wirklich und was will ich wirklich im Leben. Weil so eine Löffelchenliste, die sie da geschrieben hat, die kannst du nicht schreiben, wenn du dich immer nur an das hältst, was andere Leute dir sagen. Da musst du wirklich an dir selbst arbeiten. Und ich hoffe, ich kann dir dann noch sehr viele Tipps geben. Auf meinem Kanal findest du sehr viele Videos darüber, wo ich auch so über solche Sachen spreche und auch über Emotionen und Ernährung und alles Mögliche, um dir zu helfen, genau das zu machen. Einfach ein geiles Leben zu machen. Dafür sind wir hier, herauszufinden, wer wir sind und das dann umzusetzen und zu verwirklichen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst. Bei diesen Videos, Reaktionsvideos, kriege ich sonst immer nicht so viele. Dann, ich würde mich gerne noch sehen, dass andere Leute dieses Video auch sehen und vielleicht das, was ich hier zu brabbeln habe. Dann kannst du gerne noch das Video, kannst den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann verpasst du auch keine weiteren Videos, wenn ich dir helfe, ein schubfreies, medikamentenfreies Leben, ein besseres Leben zu leben, das dir persönlich besser gefällt und dich deiner Selbstverwirklichung auch im Endeffekt hilft, was sich dann natürlich auch positiv auf den Darm auswirkt. Wer hätte es gedacht? So ist es. Sehe ich täglich mit meiner Arbeit. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit und sehe dich dann nächste Woche wieder. Tschüss. Und mach's hübsch, sage ich am Ende immer, ne? Mach's hübsch.